Was für ein Regen. Da gehe ich nicht einkaufen. Nee. Da nehme ich mir eine, ich habe doch noch irgendwo was. Ja, hier ist eine Dose. Nicht gerade frisches Gemüse, aber ganz praktisch. Bei dem Wetter. Hier. Ja. Der hier und jetzt. Schon wieder. Diesmal kannst du nicht die Suppe sein. Kommt das womöglich von oben? Ach, hey. Das Dach ist undicht. Da muss ich was unternehmen. Am besten ein neues Dach. Richtige Dächer haben ja nur Dachziegel. Die scheinen sich bewährt zu haben. Ja, aber das geht ja nicht bei meinem Dach. Das ist rund. Da müsste ich einen neuen Dachstuhl haben und dann die Dachziegel. Ne? Das ist viel zu teuer. Ich brauche was, was nichts kostet. Stroh. Ja, ein Strohdach, das kann ich mir doch selbst besorgen. Aber es ist sehr schwer zu verlegen. Und wenn ich das alleine machen soll, nee. Was gibt's denn noch für Dächer? Kirchendächer. Ja, die sind doch auch oft so gebogen und deshalb gedeckt mit Kupferblech. Ja, das kann man ja auch biegen. Und später wird es so schön grün. Also, Kupferblech ginge schon, aber Kupfer ist zu teuer. Aber Moment mal, hey, Blech, ja. Blech ist doch das ideale Material. Das kann man schneiden, das kann man biegen und es ist wasserdicht. Ja, und es kostet nichts, wenn ich es mit leeren Dosen mache. Ja, wenn ich jetzt noch den Boden rausnehme, jetzt hier entlang aufschneide, dann habe ich schon eine Platte für mein Bauwagendach. Eine glänzende Idee. Ja. So. Ist doch nicht so einfach. Ach, da ist eine Nahtstelle. Da geht es leichter. Ne? Nee, auch nicht. Ja. Das ist, au. Ganz schön scharf daran. Warum ist der überhaupt so dick hier? Ist das irgendwie verschweißt oder verlötet? Wie wird denn so eine Dose überhaupt gemacht? Naja, mit schönen blanken Blechtafeln geht's los. Klar, aber Moment mal, auf einmal sind die weiß. Das muss eine Beschichtung sein, damit die Dose später innen nicht rostet und die Suppe nicht nach Blech schmeckt. Ein bisschen groß scheinen mir die Stückchen noch. Für mein Dach wäre es ja gut. Aber für Dosen, hier werden sie zugeschnitten. Könnte auch Papier sein, nicht? Naja, man kann mit dünnem Blech genau dasselbe machen wie mit Papier. Schneiden, biegen, falzen, knicken und was weiß ich. Man braucht nur ein bisschen mehr Kraft dazu. Aha, da ist das Stück schon rund gebogen. Kreisrund, hübsch. Aber da, wo sich die Enden treffen, da müssen sie doch irgendwie zusammengemacht werden. Aha, ja, hier. Hier wird die Naht gefalzt und verlötet. Ja, fast schon eine Dose. Aber es geht ja noch weiter. Da, der Rand. Der wird mit sehr harten Räderchen in das Blech gerollt. Und hier kriegt die Dose Rillen. Nicht, weil es hübsch aussieht, sondern das macht sie stabiler. Wie ein Wellblechdach. Aha, die Deckel haben auch Rillen, damit sie sich nicht verbiegen. Ja, und fertig ist die Dose. Appetitlich sauber und leicht. Man glaubt kaum, dass die aus Eisen ist, ne? Na nun, rein mit der Suppe. Ja, das hier, das war die Suppendose. Mit der Blechzange war der Rand kein Problem. Und die Kante hier habe ich entschärft, mit Klebeband. Solltet ihr auch machen, wenn ihr mit Blech bastelt, ne? Tja, jetzt habe ich
schon ein Dachziegel. Fehlen mir nur noch 152. Ja. Oh. Tja. Aber wochenlang aus der Dose leben? Nee. Man muss doch anders an Blech kommen können. Ja. Ja, das ist doch eine schöne große Dose. Ja. Und das gibt mindestens 10. Ja, das. Na, das ist Plastik. Auch. Oh! Blech. Ja, ein bisschen dick, aber das gibt doch mindestens 1, 2, 3. Ja, Blech gibt's genügend, nicht? Aber leider wird alles schon gebraucht. Stopp rechts herum und Sackgasse, Haltestelle für den Bus. Hier geradeaus, dort ist eine Einbahnstraße, aber nicht für mich, ich gehe zu Fuß. Es dauert nur ein wenig länger, doch macht's mehr Spaß als Fußgänger. Die Schilder zeigen mir, wo es lang geht, mit Pfeilen, Namen und was sonst noch dran steht. Und hab ich Zahnweh, welch ein Pech, wo Hilfe winkt, hier steht's in Blech. Ob Suppen, Würstchen, Aprikosen, Tennisbälle, Geld und Fisch, ist alles wohl verpackt in Dosen, es hält sich länger und bleibt frisch. Die Ritter haben sich das auch gedacht, bis oben in Blech ging's in die Schlacht. Blech hält sich und ist unzerbrechlich, doch ohne Inhalt wird's schnell nebensächlich. Wer die Natur sucht, hat oft Pech. Statt Blumen, Gras und Moos, da ist nur Blech. Ob Bus, Bahn oder Personenwagen, in einem Strome von Karossen, lassen wir uns weitertragen, rundherum vom Blech umschlossen. So manchen trifft dabei das Pech, er bleibt den ganzen Sonntag mal in Blech. Blech ist rund und Blech ist eckig, Blech ist bunt und Blech ist fleckig. Und wenn sich einer zu viel traut, wird's Blech ganz schnell auch ziemlich knautschig. Blech hat seine Eigenheiten, es glänzt und funkelt mächtig. Jeder Mensch hat kleine Eitelkeiten, Blech geschmückt fühlt er sich prächtig. Blech lässt sich so in Formen bringen, dass vor einer Blechmaus Leute auf die Stühle springen. Blech rappelt, klappert und gibt Töne, schrille, raue und auch wunderschöne. Begeistert hault mal einer aufs Blech, finden andere das nur laut? So ein Pech. So ein Pech. So ein Pech. So ein Pech. So ein Blech. Hallo, Peter. Hm? Ah, Tante Elli. Na, bringst du dein Auto auf Hochglanz? Auto ist wohl geschmeichelt. Rost, glaube, wäre passender. Rostig, aber nicht rüstig. Die Polizei ist da mit mir einer Meinung. Aha. Sag mal, Peter, warum macht man Autos eigentlich nicht aus Holz oder aus Stein? Weißt du, oder nimmt irgendetwas anderes als ausgerechnet Blech? Ja, weißt du, das ist so. Blech ist ein äußerst vielseitiges Material. Ja, sehr vielseitig. Zerlegt sich von selbst, wie man sieht. Ach, hoffentlich komme ich damit überhaupt noch bis zum Schrottplatz. Hm? Schrottplatz? Hey, da könnte ich mir doch daraus... Ja. Bitte, du kannst ihn haben. Zum Schrott kannst du ihn immer noch fahren. Ja. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Der Schlüssel steckt. Ja, also wenn du meinst... Ja, ich meine.
Autoschlüssel. Der hinterm Autoschlüssel. Peter, Peter, mein Wohnungstürschlüssel. Peter, Peter. So geht's nicht. Da habe ich gar nicht gesehen. Schweizer Käse auf Rädern. Junge, 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 Junge. Naja, ich, ich brauche Blech und da dachte ich, ich könnte einfach so hier. Ja, ja, Autokarosserie, die ist ja überall verschweißt. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, am besten sieben Dosen. Dosen? Ja. Das Ding lohnt sich ja nicht mal, wenn wir es zum Ausschlachten. Ja. Am besten gleich in die Presse damit. In die Presse? Ja. Fahr diese Lochansammlung darüber. Aha, ja, ja. Danke. Danke. Also wie gesagt, wenn Sie noch Blech brauchen, nehmen Sie noch ein paar Dosen mit. Mhm, ja, ja. Hier haben Sie schon mal eine. Ja, da hinten liegen noch mehr. Mhm, mhm. Was hat der vorhin gesagt? In die Presse soll das Auto? Na, der wird doch nicht einfach. Doch, er wird. Na, also die Presse möchte ich mal sehen, wo ein ganzes Auto reingeht. Oh. Oh, wenn das Tante Elli sehe. Tut mir richtig leid, die Ente. Aber immerhin, jetzt ist sie schon ein bisschen handlicher. Nimmt nicht mehr so viel Platz weg auf dem Schrottplatz. Zerschnippelt wird sie auch noch? Ja, warum das denn? Haben die denn mit den traurigen Resten noch was vor? Man sollte nicht glauben, dass das mal ein Auto war. Aber was wird denn nun aus all dem bunten Blech? Sollte das womöglich... ja, ich hab's.
Das ganze Schrottblech hier ist ja bitteschön immer noch Eisen. Zwar ein bisschen rostig, aber Eisen. Und daraus kann man doch wieder neue Sachen machen. Ich glaube, die wollen das wiederverwenden. Recyceln, wie es so schön heißt. Ja, das sieht ganz so aus. Das kommt jetzt sicher in eine Eisenfabrik oder sowas. Und dabei fällt mir ein, in so ganz stinknormalem Hausmüll ist ja auch eine Menge Eisen. Denk doch mal an all die vielen Blechdosen, die man so wegschmeißt. Werden die womöglich auch, ich meine, das wäre doch sinnvoll. Ja, hier wird auch gepresst und aussortiert. Ja, da. Da liegt doch allerhand Blech rum. Kann man doch alles wiederverwenden. Nur, wie kriegt man das Blech da raus? Aha. Mit einem Magneten über dem Band. Ja, sehr trickreich. Da bleibt alles dran kleben, was aus Metall ist. Und kommt dann auf einen Haufen. Und daraus werden sicher wieder neue Dosen. Wetten? Tante Elli, was machst du denn hier? Hast du meine Schlüssel? Die vom Wagen. Und die brauchst du doch nicht mehr. Mein Wohnungsschlüssel hing doch dran. Ach, hey. Aber du, die sind im Auto gut aufgehoben. Da kommt keiner ran. Es sei denn, er könnte sich so flach machen. Vielleicht sind sie aber auch schon eingeschmolzen, deine Schlüssel. Dann kriegst du sie vielleicht wieder als Dose. So lustig finde ich das aber nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es scheint dich überhaupt nicht zu interessieren, dass ich kein Zuhause mehr habe. 8, 9, 10, 11. Oh, da brauche ich mindestens noch. Also gut, dann werde ich, solange ich nicht in meine Wohnung kann, eben hier wohnen. Was? Endlich. Ohne Wohnungsschlüssel komme ich nicht in meine Wohnung. Na, und du willst doch nicht, dass ich... Ach, du hast keinen zweiten Wohnungsschlüssel. Eben nicht. Ach, und jetzt willst du hier... Du, nee, der Bauwagen ist zu klein für uns beide. Dann musst du eben mit der Badewanne schlafen. Dann müsstest du ja im Bauwagen... Nein, das kann ich dir nicht zumuten. Und warum nicht? Es regnet rein. Deshalb ja der ganze Dosenkram hier. Das ist Tropfenauffänger. Nein, ich baue ein Dach draus, ein Blechdach. Sag mal, Peter, du wirst mich auf den Arm nehmen. Nee, irgendwo. Ein Dosendach? Ja. Na ja, warum eigentlich nicht? Ja, nee, ich brauche nur noch 136 Dosen oder 137 oder so. Also ich sehe, wir haben beide unsere Probleme. Ja, das haben wir wohl. Also pass mal auf. Ich sorge für deine fehlenden Dosen und du sorgst dafür, dass ich wieder in meine Wohnung komme. Ah, heute noch? Klar. Ich hab da schon eine Idee. Und du lass dir auch was einfallen, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Und pass auf, dass du da oben nicht einrostest mit deinem Dosendach. Ja. Wo will sie denn die vielen Dosen herkriegen? Naja, mal abwarten. Auf jeden Fall, ich kümmere mich um ihre Schlüssel. Aber erstmal will ich mir hier draus ein paar Blechziegel schneiden und dann mal ausprobieren, wie ich die aufs Dach kriege, nicht? Dass das Regenwasser auch nicht runterläuft. Ja, Rost, ne? Rost. Daran habe ich gar nicht gedacht. Was ist Rost eigentlich? Ist das so eine Art Eisenkrankheit, die alles Eisen auffrisst? Dann wär's ja irgendwann mal alle, ne? Na, ich glaube, man muss sich das so vorstellen. Im Eisen sitzen normalerweise die Eisenatome. Wackere kleine Kerlchen, alle dicht beieinander und fest auf ihren Plätzen. Und alle halten guten Kontakt zum Nachbarn. Deshalb ist Eisen auch so stabil. Bis die Sauerstoffatome kommen, die gelben da. Die sind in der Luft und im Wasser und wollen überall mitmachen. Sie bringen alles durcheinander. Drängeln und quetschen sich zwischen die ernsthaften Eisenatome und kuscheln sich an sie. Tja, und dann verlieren die Eisenteilchen total den Überblick und den Kontakt zum Nachbarn und werden braun. Und was das Schlimmste ist,
Sie brauchen jetzt mehr Platz. Das Eisen kriegt kleine Risse. Und da hinein kommen noch mehr Sauerstoffatome und bringen die braven Eisenatome noch mehr durcheinander und machen sie dicker. Und so wird das schöne, glänzende Eisen langsam zum bröseligen Rost. Tja, da haben wir den Salat. Aber ihr wisst ja, die Eisenatome sind immer noch drin im Rost. Das Eisen also könnte man doch wieder rausholen. Apropos wieder rausholen. Eisen wird sowieso rausgeholt. Nein, nicht aus dem Schiff, sondern aus der Erde, aus Eisenerz. Eisen liegt ja nicht einfach so rum. Man muss es erstmal aus diesem Eisenerz gewinnen. Und das ist eigentlich nichts anderes als rostige Steine. Die werden von diesem Kran hier gerade aus dem Schiff geholt. Da, dieses rostige Gebrösel. Man nennt es Pellets. Und diese Körnchen, gemahlenes Eisenerz, kommen jetzt in einen Ofen, in einen Hochofen. So sieht es darin aus. Koks kommt auch noch dazu. Und unser Schrott, richtig. Sind ja schließlich auch Eisenatome drin und die werden jetzt herausgeholt. Unheimlich heiß da drin. In dieser Hitze schmilzt der Rost sozusagen aus den Steinen heraus. Und der Koks, der ja auch mit drin ist, braucht zum Verbrennen Sauerstoff. Die gelben Männchen von vorhin. Und die holt er sich vom Rost. Übrig bleibt dann Eisen. Und dann kommen noch ein paar Zutaten dazu, damit es härter wird. Und zum Schluss ist es Stahl. Geschmolzener, flüssiger Stahl. Ja, und nun geht's weiter. Aus der glühenden Brühe soll ja Blech werden. Und das ist eine harte Arbeit. Zuerst mal werden rechteckige Blöcke gegossen. Hier. Das Eisen kühlt sich ab und wird dabei fest. Aber es glüht noch. Und das ist auch gut so, denn was jetzt kommt, geht nur mit großer Hitze. Diese dicken Platten werden nämlich ausgewalzt. Genau wie ein Kuchenteig. Denn noch ist das Eisen ja weich. Und wenn es nun aus dem Walzwerk kommt, ist es schon dünner. Und länger natürlich. Genau wie beim Plätzchenteig. Ui, da kommt's. Schon ganz schön dünn, aber es muss noch dünner werden. Es muss noch ein paar Mal durch die Walzen. Und dann, ja, dann sieht's irgendwann mal so aus. Schön dünn und inzwischen auch abgekühlt. Nun wird es hier nur noch ordentlich aufgewickelt, auch wieder von sehr großen Maschinen und weiter transportiert. Aus der Rolle könnte man eine Menge Blechdosen machen. Oder Bauwagendächer. Ja. Hier drin bleibt's trocken. Mhm. Mein Dosendach funktioniert. Übrigens, Rost ist kein Problem für Konservendosen. Die haben nämlich innen einen Überzug aus einem anderen Metall. Naja, sonst wäre ja meine Gemüsesuppe auch schon längst verrostet, nicht? Ja, jetzt wird es langsam Zeit, dass Tante Elli mir neue Konservendosen besorgt, denn das hier ist die letzte. Ich habe nur noch eine. Die hier. Und die will ich behalten für Schrauben und Nägel und so. Na nun, was klappert denn da unten? Ach, ihr seid's. Ach, das ist alles? Du wolltest mir noch...
Ja, wo habt ihr denn die alle her? Dafür kannst du dich bei Sophie und ihren Freunden bedanken. Mhm. Wir sammeln nämlich manchmal Dosen und bringen sie zum Schrott, ja, unser Taschengeld aufzubessern. Und wir basteln auch damit. Guck mal, was man aus Blech alles machen kann. Nicht schlecht. Und hier. Die Kanten sind scharf, da muss man natürlich aufpassen. Peter? Ja? Wie wär's, wenn du dich mal dafür interessierst, wie ich in meine Wohnung komme? Ja, natürlich, Tante Ellie. Natürlich. Das ich muss mich jetzt konzentrieren. Wenn ihr bitte mal Platz nehmen wollt. meine Damen und Herren. Hokus, Pokus, Fidibus. Ach, Peter. Na? Dass du extra noch mal zum Schrottplatz gefahren bist. Oh, ich bitte dich, Tante Ellie, das ist doch... Peter, ich glaube, jetzt haben wir beide, was wir wollten. Ja, du, schönen Dank auch. Und wenn das Dach fertig ist, dann feiern wir ein Dosen-Dachdeckerfest. Oh, fein. Also, tschüss, Peter. Tschüss. Komm. Tschüss. So, und jetzt wieder an die Arbeit. Oh. Es regnet wieder. Da, ja. Tja. Tja. Hier wird's gleich durchregnen. Aber nicht da. Nicht unter meinem Blech da. Da passiert nichts. Ihr könntet also genauso gut schon mal abschalten. Ja. Ja? Es geht los. Kennst du die Idee, nicht? Mein Dosendach. Es klappert ein bisschen. Naja. Ein bisschen laut, nicht? Ne?